Metro Exodus. So, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Metro Exodus. Ich habe mir gedacht, ich habe mal wieder Bock, was aufzunehmen. Und wusste nicht genau, was ich aufnehmen soll. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, nehme ich mal ein bisschen Metro Exodus auf. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich in meine Einstellungen von OBS zurückkomme, weil ich muss den Sound ein bisschen leiser machen. Ansonsten würde ich hier einfach kurz einen Cut machen und dann gleich weitermachen. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein neues Spiel. So, neuer Platz. Würde ich sagen, spielen wir auf normal. So. Okay. Ist natürlich besser, wenn man sich selber auf Mühe hört. Ich noch in das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren. Dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut. Nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden.
So, und wir sind anscheinend der letzte Rest der Menschheit. So, ich bin mal gespannt, wie das Spiel jetzt läuft mit der Aufnahme. Ich habe ja so gesehen einen neuen Prozessor und alles. Aber bis jetzt scheint alles gut zu laufen. Mal gucken, wie es gleich ist. Das ist also die neue Welt, hä? So, okay. Muss ich mal kurz, So ist es auch schon besser, aber ich glaube, jetzt ist es bei euch zu leise. Hört sich merkwürdig an. Naja, egal. Ach so, ich wollte ja... Oh, jetzt meinen Kopfhörer ab, sonst höre ich mich nicht selber und dann... Keine Ahnung, voll komisch. Naja, auf jeden Fall, mache ich mal kurz ein bisschen leiser wieder. So, sollte passen. Test, Test, Test. Okay. Es ruckelt ein bisschen in meiner Vorschau. Da mache ich mal kurz die Qualität auf hoch. Okay. Habe ich irgendwas gedrückt? Hallo? Ach so, Änderungen werden übernommen. Oh, Wartezeit. Erstmal Wartezeit, jawohl. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich hatte eben einen super Einfall. Und zwar habe ich vor, zwei Projekte jetzt auf meinem Channel laufen zu lassen. Das ist einmal dieses Spiel hier, Metro Exodus. Und dann habe ich noch vor, das Spiel Subnautica Below Zero zu Let's Playen, als zweites Projekt quasi. Und das habe ich mir folgendermaßen überlegt. Alle zwei Tage wird Metro Exodus kommen und alle zwei Tage quasi Subnautica. Das heißt, morgen zum Beispiel, also am 3. Juli, kommt die erste Folge Metro Exodus und den Tag darauf die erste Folge von Subnautica Below Zero und darauf den Tag wieder Metro Exodus, quasi jeden Tag abwechselnd, damit es nicht langweilig wird. Und genau, so hatte ich das in Planung. Und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal weiter. Ich guck mal, wie es jetzt läuft. Es ruckelt immer noch ein bisschen. Puh, wie machen wir das denn? Gehen wir mal von hoch. Oder ne, ich bleib mal auf hoch, aber schalte mal Nvidia RTX auf hoch. Okay. Okay, genau. Okay. Und jetzt gucken wir nochmal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Aber sieht so aus. Sieht so aus, dass OBS damit besser zurechtkommt. Jetzt ist der Sound auch wieder voll laut, ne?
Aber ist auch besser so, weil wenn er jetzt bei euch lauter ist, dann kann ich ihn bei mir leiser machen. Haha. Viel besser. Hauptlautstärke. Gehen wir hier mal gucken, was hier so abgeht. So. Ich wollte übrigens kurz anmerken, wenn ihr was im Hintergrund am Rauschen hören solltet, dann ist es mein Lüfter. Es ist ziemlich heiß in meiner Hütte. Der Kollege ist, glaube ich, ein bisschen einsam gestorben. Ach ja, und die Folgen, die versuche ich natürlich so zwischen 20 und 30 Minuten zu halten, dass es natürlich für euch dann nicht zu lange wird. Ich will euch ja auch quasi behalten. Ich will nicht, dass ihr nur ein paar Minuten guckt und dann wieder abhaut, weil es langweilig wird oder so. Ich muss gerade mal schauen, wo es weitergeht. L. Oh. Cool, gleich keine Munition mehr. Ich renne mal ein bisschen. Spinnen. Ah, Munition. Ist natürlich praktisch, ne? So. Warte mal. Ist noch von hier gekommen, oder? Ich bin gerade etwas verwirrt. Warte mal. Wir sind doch von hier gekommen, oder nicht? Ja klar, woher sollen wir sonst gekommen sein? Von hier? Ja klar, wir sind ja von der Oberfläche gekommen, okay. Sorry, mein Fehler. Habe schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. So, ich guck gerade, wie es bei euch läuft. Sind es auch schon bei 20 Minuten? Also mein Spiel läuft echt komplett ruckelfrei. Aber bei euch halt irgendwie nicht. Gut. Ist halt dann jetzt erstmal die erste Folge so. Ich würde dann sagen, dann beende ich die Aufnahme hier an der Stelle. Wir haben jetzt nicht so viel gesehen in der Folge. Ich weiß, es tut mir auch voll leid, aber ich muss einfach noch ein bisschen rumprobieren und einstellen, weil wie gesagt, ich habe ja einen neuen Prozessor und so und muss ich einfach ein bisschen rumprobieren, wie das mit den Aufnahmeeinstellungen am besten ist. Ansonsten skaliere ich das einfach auf HD runter, statt Full HD auf HD. Und dann sollte das, denke ich, auch passen. Ja. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet gerne ein, lasst einen Kommentar abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, auf Wiedersehen, Dankeschön fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.